Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde Ghost Recon Wildlands. Und ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt rechtzeitig gestartet ist. Was machen wir jetzt zuerst? Konvoi zerstören, wir DJ wissen, Perico suchen, würde ich sagen. Schnappen Sie den kleinen Wichser und entlocken Sie ihm seinen Code. Und ab geht's. Okay, auf geht's. In Radio Free Bolivia. Wir wollen natürlich, dass hier in diesem Land kein Propagandaradio mehr läuft, sag ich mal, deswegen. Hat mein Handy gerade vibriert? Warum ist bei meinem Handy die Vibration an? Manchmal wüsste man das gerne. Hab sie jetzt mal ausgemacht. Ich glaube sogar, der Ton war auch an. Das habe ich jetzt aber nicht gehört, weil ich Kopfhörer auf habe und das Spiel relativ laut ist. So, muss man einfach mal sagen. Das ist doch schon ein paar Meter weit weg, wo der ist. Also wenn wir ein bisschen unterwegs sein, in der Hoffnung, es fängt nicht wieder an zu laggen. Ich habe jetzt gerade das Spiel auch nochmal neu gestartet. Muss man mal sehen. Ich habe gesehen, das hat CPU-Auslastung auf jeden Fall ordentlich. Also über kurz oder lang wird mein neuer CPU fällig. Soll ich vielleicht mein Goal ändern? Mein Spendenziel von Dings zu CPU? Das wäre gut, oder? Glaube ich zumindest. Müssen wir mal gucken. Bei Nintendo Switch kann man sich dann immer noch mal irgendwann gönnen, sag ich mal, wenn man mal Geld übrig hat. Aber so ein CPU ist halt auch nochmal ein Tick teurer, besonders weil man dann noch neues Mainboard braucht und wahrscheinlich sogar noch zusätzlichen neuen Arbeitsspeicher. Da muss ich aber mal gucken, ob ich den wirklich neu brauche oder ob der alte reicht. Weil da habe ich ja 32 GB theoretisch, aber halt DDR3 und die meisten Mainboards sind DDR4. Ich könnte natürlich erstmal ein billigeres Mainboard nehmen, was DDR3 noch hat. Aber will ich, das ist die Frage. Vielleicht mache ich mal so ein Komplettpaket als Spendenziel. Also Arbeitsspeicher, CPU und natürlich ein Mainboard. Gott, ist das hier wieder eine Kacke mit dem Gelegge? Das fuckt mich schon ein bisschen ab, Freunde, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ihr seht die Straße hier selber, also ist ein bisschen schade im Spiel natürlich. Ich hatte das Spiel auch bei anderen YouTubern, ist es bei denen genauso schlimm? Habt ihr da irgendwelche gesicherten Infos oder so? Das ist ja mega kacke. Uiuiui. Ich habe auch nochmal geguckt, aber ich habe neueste Treiber alles installiert und so, also an mir liegt's nicht. Sie sehen neben den anderen geradezu niedlich aus. Sie bauen sie für ihre Buchones. Ich habe genug Ego, um zu sagen, dass ich sowas auch will, wenn ich tot bin. Hier kommt was einfach mal ein Konvoi eingefahren. Ich kenne nämlich keine Profis, die sowas wie das hier brauchen. Immer sagt ihr das hier, kann das sein? Das mit dem Mausoleum habe ich jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal gehört oder so. Also echt eigentlich immer, wenn ich irgendwo an so einem Ding vorbeifahre. Und jetzt müssen wir DJ Perico suchen. Mal gucken, ob wir ihn direkt gleich finden. Erstmal leckt es jetzt wieder ein bisschen. Und mit bisschen meine ich ordentlich. Ah, jetzt ist vorbei der Leck. Ja, ganz schön nervig, die ganze Sache. Aber da schauen wir einfach drüber hinweg. Genießen das Spiel sonst, weil sonst ist das Spiel ja eigentlich geil, aber halt, wenn es immer so nervig laggt, ist halt ein bisschen schade, ne? Bisschen unnütz, so, sag ich mal. Okay, wie finden wir den jetzt? Feuer, Feuer, Feuer! Okay, entsichert. Ist hier sonst niemand? Kann man hier einfach reinmarschieren? Ach, hier kommt man gar nicht rein. Oh oh.
Ich sehe einen Hauptmann. Oh, Granate. Mörserbeschuss. Hier sind irgendwo Mörser. Muss man natürlich auch aufpassen. Und hier kommt ein Heli an. Wo ist denn der Heli? Der Heli ist da, der Mörser ist hier vorne direkt. Wo ist denn der hier? Hier. Bam, das ging schnell. Der Heli ist erstmal da. Da kam wohl ein Auto angefahren. Warum wird mir der Mörser hier immer noch angezeigt? Kann ich den selber auch missbrauchen? Scheißdreck. Fuck! Hier liege ich erstmal. Halte durch, ich bin schon da. Ja, dann sei auch da. Ich darf jetzt nicht mehr sterben. Weil dann bin ich wirklich tot. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall weiter hoch. Das ist eine gesicherte Information, die ich von meinen nicht vorhandenen Kollegen bekommen habe. So. Wir werden ja wohl DJ Perico finden können, oder? Netten Punkt auf jeden Fall, den er sich ausgesucht hat. Eigentlich will ich doch nur weiter hoch. Komme ich hier nicht irgendwie hoch? Scheinbar nicht. Erstmal ein bisschen zurückfallen lassen. Granate fliegt. Nehmt das. Granate kommt. Come mierda, culeros. Der ist auf jeden Fall markiert jetzt. Komm, zeig dich. Oh, da kommt einer aus dem Dings raus. Aus dem Zelt, damit rechnet doch keiner. Okay, wir gehen mal hier oben außen lang. Sofern es mir möglich ist. Die Frage ist natürlich, komme ich da durch? Aber sieht, glaube ich, ganz gut aus für mich. Wo, wo, wo? Was ist hier explodiert? Oh Mann, das ist auf jeden Fall eine bisschen härtere Mission. Da haben wir auch das Lautstärke-Gedöns direkt wieder ausgemacht. Und hier finden wir eine neue Waffe. Wie kommt man hier rein? Hier. Was haben wir denn hier Schönes? Wartet, Waffenkiste entdeckt. Leichtes Maschinengewehr, okay. Nett. Kann man das Radio irgendwie ausmachen? Nein. Hier können wir kurz Munition nehmen. Und dann geht's wieder weiter.
Kann man da hoch nicht eigentlich ein Auto nehmen oder? Würde auf jeden Fall ein bisschen Sinn machen. Okay, jetzt wird's definitiv gefährlich, glaube ich. Sind da Laser dran oder so? Okay, hier zur Seite muss ich, glaube ich, nicht. Das Teil kommt mir doch ein bisschen komisch vor, würde ich meinen. So. Das Ding hätten wir schon mal ausgelöst. Water! Erstmal wieder runter. Eine Splittergranate rüberwerfen. Granate fliegt. Deckung suchen! Uiuiui. Oh, hier kommt irgendwas geflogen. Oh, fuck. Na, von der Seite schießt er. Warum kann ich den nicht durch den Busch holen? Okay, der ist auch down. Auch wenn ich damit wenig zu tun hatte, aber ist ja erstmal egal. Seht euch das an. Ich habe schon mal Mausoleen gesehen. Und das hier könnte sie alle zum Frühstück verspeisen und würde nicht mal merken, wenn es sie ausscheißt. Sollen wir glauben, dass Suenio ein Gott ist? Er tut's auf jeden Fall. Ein Heli ist unterwegs. Da kommt ein Heli. Da kommen noch mehr von denen. Alarm hier drüben. So, den Alarm erstmal ausgeschossen. Das ist so ein bisschen das Wichtigste, finde ich. Jetzt müssen wir gucken natürlich, wo kommen die Gegner. Wo geht die Party? Heli im Anflug. Der Heli kommt natürlich. Auch nicht ungefährlich. Nehmen und dann sollte das relativ schnell wieder gewesen sein. Wenn wir dann treffen würden. Ja, da war es das mit dem Heli. Und jetzt schauen wir mal. Irgendwie vorankommen. Da ist die Antenne. Perico muss in der Nähe sein. Vergesst nicht, dass wir ihn wartet. Komm, zeig dich. Komm, zeig dich nochmal. Gibt's doch nicht, ne? Da ist die Antenne. Hallo, warum treffe ich den nicht? Muss in der Nähe sein. Vergesst nicht, dass wir ihn lebend brauchen. Wo war da noch einer? Ach, da unten. Wow, wow, wow. Granate, Granate, Granate. Nichts passiert. Die verteidigen das hier ganz schön gut. War da nicht gerade auch einer? Nein, ich muss mal nachladen.
Ah ja, die Granate habe ich rechtzeitig gesehen. Kein Ding für den King. Warum lädt er so lange nach? Scharfschütze runter. Der hat doch schon lange nachgeladen. Wo, 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 von wo? Hey, ich sehe Perico. Da ist also Perico. Hallo? Ich würde noch nur greifen. Ya está, ya me entrego. Hallo? Greif denn du? Ya no dispares, no dispares. Dadurch, dass der so ganz komisch hier draufsteht, kann ich den nicht greifen, GG. Ich muss mal kurz hier weg, in der Hoffnung, er steht da ein bisschen anders. Hey, sehe ich den Gegner hier nicht? Langsam mal. Ja, komm. So. Das war's mit ihm. Hier ist noch ein Informant, den nehmen wir auch noch mit. Oder irgendwas, was mich informiert. Oh, Nachschub markieren. Macht man auch immer gerne. Ich wollte eigentlich hier das hacken. Bonusorden finden. Hier steht, wo eine Kartellauszeichnung ist, die jemand kriegen soll, der ein paar Rebellen getötet hat. Ist der jetzt immer noch hier oben? Oh, das ist doch schwul. Man kann den hier nicht greifen. Kann man den Tisch irgendwie kaputt schießen? Ziel getötet. Einsatzfähige Schlange. Ja, was soll ich machen? Oh Mann. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal machen, Freunde. Ich hoffe, ich komme da irgendwo in der Nähe schon an, weil wenn der so verbuggt da ist, dann kann man halt nichts machen. Oh Mann, 817 Meter, okay. Uiuiui. Wo bin ich jetzt hier angekommen? Wieder am Arsch der Welt, meine Freunde. Ganz unten. Ganz unten. Ich probiere seitlich irgendwo durchzulaufen. Das ist das Gute an Open-World-Spielen, dass man sich nicht unbedingt an den legalen Weg halten muss, sag ich mal. Meistens. Wobei, vielleicht doch. Vielleicht komme ich eher nicht hoch. Sieht nämlich verdammt schlecht aus, hier hochzukommen. Ich sehe einen NATO bei diesem Mörser. Nee, hier kommt man nicht hoch. Wir müssen doch unten rum, Freunde. Alles von neu. Ich habe zwei Sicarios beim Lagereingang. Gegner getroffen. Das war knapp. Shit, Sicario mit Minigun. Wo hast du sie? Am Schießstand. Granate kommt. Komme mierda, culeros. Die bewegen sich kein Stück, die werden also nicht tangiert von meinem. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Über mir sind welche. Wir haben jemanden aufgerüttelt. Granate fliegt, nehmt das. Schade, lohnt sich die Granate gar nicht mehr. Explodiert ihr auch mal? Oh, der Alarm. Verdammt! Nachschub markieren machen wir mal. Öfter mal was Neues, ne? Von wo? Wo bin ich jetzt markiert hier? Shit, Deckung! Ah, hier ist noch Nachschub. Hallo? Nachschub markieren.
den erst nicht getroffen, ne? Uiuiui, zack. Schnell weg hier, bevor das Ding direkt neben mir explodiert. So, hier ist dann auch wieder eine Alarmanlage irgendwo. Wow, 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 wow. Oh nein, schon wieder einmal tot. Okay, aber ich kann noch geheilt werden. Hoffe ich zumindest. Hallo? Kollegen? Kollegen! Kommt jetzt mal einer? Was ist denn hier los bei denen? Ich sterbe gleich. Die bewegen sich da, ihr seht das auf dem Radar. Kein Stück, jetzt kommt einer. Uiuiui. Der eine hat sich auf einmal zu mir geportet. Im Lager wird's ruhig, alles klar. Und das Ding haben wir kaputt geschossen, oder? Markieren Hauptmann. Ja, haben wir. Hinter mir! Nein, dann werde ich von oben getroffen. Das gibt's doch nicht. Okay, nochmal alles von neu. Ich will diese Mission jetzt schaffen, Freunde. Koste es, was es wolle. Ja, ich kann doch nicht angehen hier. So, wo sind wir jetzt? Wieder am Arsch der Welt, wie immer. Das sind wir ja schon gewohnt, ne? In der Nähe treiben sich Gegner rum. Achtung, Narko mit Maschinenpistole. Sag mir wo. Beim Lagereingang. Da ist einer markiert, den ich leider nicht sehen kann. Granate fliegt. Mal gespannt, ob der sich bewegt. Jetzt hat er sich bewegt. So. Kann man das Ding hier vielleicht irgendwie hacken und benutzen dann? Scheiße, wir kriegen Mörserfeuer. Schieße. Alarm am Start. Warum kommt der hier? Oh, schon das erste Mal down. Oh Mann, viel zu früh, Freunde. Der holt mich aber jetzt, der Kollege. Diesmal auch ein bisschen schneller als letztes Mal. Das ist nett von ihm. Warum hat das so lange gedauert? Hubschrauber da an. Wow, 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 wow. Okay, okay, okay. Von wo werden wir hier beschossen? Ich weiß nicht mal von wo. Manchmal wäre das hier doch echt gut zu wissen. Irgendwo ist hier noch ein Mörser unterwegs. Aber auch da habe ich momentan keinen Plan, wo. V
vorne liegen noch irgendwelche Unterlagen, die wir noch mitnehmen können. Die hatten wir vorher noch nicht. Ein Familienfoto. Okay. Heli, runter, runter. Wo kommt schon wieder ein Heli? Sehe ich jetzt hier gar nicht, aber okay. Gehen wir erstmal hier hoch. Kann man seine Truppe irgendwie zusammenpfeifen oder so? Ghost Group. Ganz vorsichtig. Verstanden. Ah, so funktioniert das. Rebellenunterstützung können wir auch holen. Die Rebellen kommen und lenken sie ab. Alles klar, Tanki. Ich schicke jemanden zu euch los. Okay. Das ist ja nice. Ja, mit Tab war das. Sammeln, Leute. Roger, in Bewegung. Denkt dran, ich war schon einmal tot. Ich darf nicht nochmal sterben. Granate kommt, vom Mierda Culeros. Explodiert doch. Rebell getötet, einer meiner Freunde ist tot. Das ist natürlich nicht so nice jetzt. Okay, wir gehen erstmal weiter. Und hoffen erstmal auf das Beste. Hier ist ein Zivilist, alles gut. Dir tue ich nichts, lieber Zivilist. Ich will doch auch noch hoch. Hier ist der Nächste. Hier oben geht es dann nochmal richtig ab. Wie die alle hocken, ne? Wir haben sie aufgescheucht. Warum haben wir die wohl aufgescheucht? Was, der lebt noch? Fuck, ich muss zurück. Ah, oh, nein! Oh nein, ich kann mich wieder heilen. Okay. Einmal pro Kampf. Come on, die müssen mich wiederbeleben jetzt. Einer kommt schon an, auf jeden Fall. Das ist ganz nice. Ah, der holt mich. Verdammt, das war knapp. Uiuiui. Hier bin ich letztes Mal doch einfach außen rumgerannt, ne? Dann habe ich die nach und nach geholt. Wo ist hier die Alarmanlage? Da hinten? Es gibt Alarm. So, das war's mit dem Alarm. Alarm ist vorbei. Das macht es einfacher. Hier oben auf dem Turm war irgendwo einer. Verstärkung rückt an, das ist natürlich nicht so nice. Der Feind bekommt Verstärkung. Hä? Die wird doch da angezeigt, oder? Sehe ich das falsch? Da ist keiner. Gerade noch rechtzeitig weg. Wohin ist er gelaufen? Das ist eine Verstärkung. Abschuss. Die anderen kommen gleich auch von da unten. Da ist der Nächste.
implantierter Waffe. Wow, wow, wow. Wo war der? Ich hab den nicht gesehen. Da vorne. Mist, die kommen direkt auf uns zu. Tango ist tot. Okay, alles ganz locker, auch wenn die Folge heute dann mal ein bisschen länger dauert, aber so ist es halt. Hinter uns kommen immer noch welche, das ist so ein bisschen problematisch. Dass die Verstärkung regelmäßig eintritt. Okay, das ist aber geregelt. Das ist dann auch geregelt. So, die Hoffnung. Bei mir sammeln. In Bewegung. Jetzt sammeln wir uns hier erstmal. Dann geht's auch schon weiter. Ist das hier oben einer, den man besiegen muss? Nein, so wie es aussieht nicht. Also gehen wir weiter. Ne, da ist auch keine Heckenschütze hinter, sag ich mal. Sondern einfach nur das Gedöns. Habe ich nur noch zwei Kollegen? Ne, der ganz hinten ist auch noch einer. Okay. Dann sind wir wieder hier. Hier waren wir schon mal. Hoffentlich ist er diesmal nicht wieder verbuggt, der Typ. Die sind alarmiert. Alarm ist kaputt. Abschuss. Von wo? Ich hab den nicht mal gesehen. Ah, da war er. Nein, der ist aber auch tot. Alles sauber. Hier ist irgendwie ein Raketengedöns oder so. Hier gucken wir mal, was wir hier so Schönes finden. Legende, okay. Und wie müssen die Soldaten hier ja bei Trab gehalten werden? Der Soldaten von denen natürlich. Unsere Special Agents werden ja anders bei Trab gehalten und nicht durch irgendwelche Propaganda oder so. Okay. Jetzt haben wir da hinten noch ein paar Gegner. Wovon eine hier nach vorne gerannt kommt. Nein! Schon wieder zurück, tot, ey. Das gibt's doch nicht. Aber da kommen schon welche, die heilen mich. Uiuiui. Ja, der heilt mich, komm, komm, komm. Wie viele sind da aber? Das ist richtig unnormal. Okay, geschafft. Alle noch ganz? So, jetzt sind wir auch gerade nicht im Kampf, das ist gut soweit. Dann kann ich mir mal was da überlegen für da hinten. Ich hol die Rebellen, damit sie ablenken. So, ein paar Rebellen zum Ablenken. Haben ja noch nie so wirklich geschadet, sag ich mal. Wo ist die Alarmanlage? Da hinten, oder? Alarm hier drüben. So, der ist kaputt. Die Rebellen sind auch da. Die werden es dann schon regeln, hoffentlich. Ich renn mal kurz aus, hier rüber. Da hinten war vorhin einer. Da ist auch wieder einer. Nicht, dass der mich sieht. Hier vorne war vorhin auch einer. Der ist jetzt aber nicht da.
zumindest erstmal noch nicht. Und er steht hier perfekt. Silenzio, perfekt steht er diesmal hier. Ich bin bereit. Oh, fuck. Na, schlecht aufgelegt. Uiuiui, dann kriegen wir das auch hin. Hey, seh mich an. Seh ich vielleicht aus wie ein Sicario. Ihr müsst mich töten, Mann. Ach, warum nicht? Ich hab noch mein ganzes Leben vor mir. Ich hab noch Träume und sowas. Gib uns einfach den Code zur Hauptsteuerung der Station. Okay, okay. Aber ihr habt's nicht von mir, okay? Also, als Benutzernamen gebt ihr ein BIDIBOM. Dann die von diesem Token erzeugte Zahl. Genieße den Augenblick, Perico. Heute wärst du fast gestorben. Heute habe ich dich verschont. Okay, okay. Klar, du könntest den Code einfach ändern. Aber ich werde dich am Leben lassen. Und du sendest dafür weiter und wartest mit der Änderung, bis mein Kollege Pakatari seine Botschaft abgesetzt hat. Verstanden? Ja, hast du das verstanden, Kollege Bratwurst? Hat er hoffentlich, weil wir haben den Einsatz abgeschlossen. Und da würde ich in der Tat sagen... Wir haben den Code. Aber ich bin nicht sicher, ob wir das Signal hacken können. Das ist mir bewusst. Wir wissen von einem Funkexperten, der Rebellen, den Santa Blanca gefangen hält. Sie müssen ihn befreien. Wir brauchen seine Kenntnisse. Die haben nicht zufällig einen, der frei rumläuft, oder? Nein, und ich habe auch keinen. Bringen Sie ihn zu einem Sammelpunkt. Ich besorge das nötige Gerät, damit sich Pakatari einklinken kann. Verstanden. Das werden wir dann in der nächsten Folge in der Tat machen. Jetzt gucken wir mal kurz hier. Wir können wieder ein paar Fertigkeiten verteilen. Ob wir irgendwas gebrauchen können. Ablenkungsköder ist schon nicht schlecht. Das ist alles nett hier, ne? Das ist ja immer so. Wärmesicht ist auch cool, aber 1750. Und episch wäre dann Explosionsradius. Was ist bei Waffe episch? Fernschuss-Elite. Okay, machen wir mal hier irgendwas. Gucken wir mal, was wir hier machen können. Das braucht 3, das braucht 3. Fahrzeugzerstörung. Dann können wir die ein bisschen leichter zerstören. Und ja, dann würde ich in der Tat die Folge für heute beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dann, haut rein. Ciao.